Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich dachte, ich präsentiere euch heute nach langer, langer Zeit nochmal meine Fashion aus dem New Yorker. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich kann euch leider kein Try-on-Haul bieten heute, weil ich wirklich nicht viel Zeit habe. Aber ich dachte, für ein Haul wird es reichen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bleib gerne dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich gucke ja sehr, sehr viel TikTok und ich liebe einfach diese Hauls von TikTok, was New Yorker und H&M etc. betrifft. Also so wirklich reine Fashion Hauls liebe ich extrem und ich lasse mich da auch recht schnell immer hinlocken und inspirieren. Und ich habe gesehen, dass es jetzt gerade Sale ist bei New Yorker und da dachte ich, renne ich da mal hin und werde mir mal ein paar Sachen holen. Zuallererst möchte ich euch gerne diesen Pulli hier zeigen. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe sehr, sehr, sehr lange nach solchen Oberteilen gesucht. Klar ist das jetzt wieder so ein Material, wo ich wieder Flitschangst habe. Also wenn ich da mit Metall in Berührung komme, gehe ich, glaube ich, wieder in die Decke. Aber ich liebe einfach diese Optik hier, dass man es hier im Prinzip so hochschneiden kann und aber auch ein bisschen ausschneiden kann, sodass man so ein bisschen Ausschnitt sieht. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr toll. In der Sendung Berlin Tag und Nacht gibt es einen Schauspieler, der Mike heißt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist ein Mann und der hatte den auch an und ich weiß es nicht, das hat mich irgendwie so inspiriert, dass ich mir auch so einkaufen wollte. Wenn das jetzt Sinn macht, was ich gerade sage, ich bin ja immer so super ehrlich. Das kann ich mir sehr gut mit einer Kunstleder-Leggings vorstellen oder einfach mit einer Jeanshose. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nice und ist auf jeden Fall eingekauft worden für 9,99 €. Finde ich wirklich sehr, sehr schön und bin auch echt froh, dass ich jetzt endlich auch mal so ein Sweatshirt, Pulli, whatever, nennt wie ihr es wollt, dass ich das jetzt auch endlich mal habe. Ich habe das übrigens in der Größe 40 genommen, weil ich finde, es teilweise echt schöner, wenn die Sachen ein bisschen weiter sind, also so ein bisschen weit liegen. Da fühle ich mich einfach nicht so gequetscht und das finde ich wirklich wunderbar. Dann habe ich passend dazu, weil ich ja so ein Glitzer-Fan bin, wie ihr das ja unschwer erkennen könnt, liebe ich es, wenn es so glitzert, habe ich mir hier diese Glitzerohrringe noch mitgenommen. Ich erwarte natürlich nicht den größten Glitzer-Effekt bei solchen Ohrringen, aber nichtsdestotrotz habe ich sie im Laden einfach so gefeiert, dass ich sie mir einfach mal mitgenommen habe. Das sind solche ganz normalen Ringe, die glitzern im Licht. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Und das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut auch auf diesem Oberteil vorstellen. Diese Ohrringe kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, hier auf YouTube mal anzuziehen und halt auf so ein Oberteil. Ich glaube, das sieht echt nicht schlecht aus. Die haben übrigens 4,99 € gekostet. Diese Ohrringe habe ich jetzt von Something Pretty. Dazu habe ich euch auch mal ein Video abgedreht mit meiner wunderbaren Schwester. Schaut da gerne mal vorbei. Das ist hochwertiger Glitzerschmuck. Das hier ist wirklich nur so ein Modeschmuck. Dann machen wir weiter mit ganz normalen Basic-T-Shirts. Die kriegt ihr beim New Yorker und beim H&M immer super günstig. Das ist jetzt einfach mal so ein ganz normales, kurzes, schwarzes T-Shirt. Das nehme ich auch extra in einer größeren Größe. Das ist jetzt XL, das brauche ich nicht. Normalerweise tendiere ich immer so zwischen S und M bei T-Shirts. Aber ich trage super gerne weite Klamotten. Und dementsprechend habe ich mir jetzt ein XL mal gegönnt. Für 4,99 €, das sind einfach so Arbeitsshirts für mich, weil ich auf der Arbeit immer schwarze Klamotten anziehe, finde ich das echt immer super, super, super passend beim New Yorker. Also da könnt ihr auch wirklich nichts falsch machen. Wenn ihr irgendwie ein T-Shirt sucht, was einfach nur schlicht ist, dann rennt zum New Yorker. Ich hasse diesen Spruch selber immer, rennt dahin, aber da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Ich habe auch tatsächlich mir schon mal Gedanken gemacht, ob ich mir mal so ein ganz normales T-Shirt zum Schlafen besorge. Das habe ich ja schon gemacht, aber auch zum Haare färben. Also da könnt ihr wirklich für 4,99 € nichts falsch machen. Dann kommen wir wieder mal zur typisch Neddy-Mode und zwar zu diesem bunten Oberteil hier. Ich liebe diese bunte Bluse. Es ist einfach totally me. Wie ihr ja unschwer erkennen könnt, mag ich es extrem künstlich und ich liebe bunte Farben. Ist die nicht schön? Schaut euch das mal bitte an. Die ist doch mega colorful und richtig, richtig schön. Das Ganze kann ich mir mit einem langen, rosanen Rock vom New Yorker vorstellen. Den, ich weiß nicht, ob ich den mal euch gezeigt habe, aber den gibt es jedes Jahr beim New Yorker. Den habe ich auch in Türkis und in Schwarz. Aber der ist wirklich super. Der ist auch High-Waist zu tragen und den kann ich mir hier wirklich richtig, richtig, richtig schön vorstellen.
Die Bluse war sehr, sehr, sehr teuer, meiner Meinung nach. Habe ich in Größe M genommen. Und die kostet gerundet 17 Euro. Finde ich wirklich eine starke Hausnummer. Finde ich wirklich teuer. Aber ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Das kann man auch auf einen orangen Rock kombinieren. Oder mit einem braunen könnte man auch machen. Aber ich habe mir die gekauft, dass ich mal meinen langen, rosanen Rock anziehen kann, weil dazu finde ich eigentlich meistens nichts. Hier in so einer Farbe ist der Rock und das sieht wirklich toll aus. Da freue ich mich wirklich auf den Sommer, das mal anzuziehen. Dann kommen wir hier zu einem sehr, sehr, sehr süßen T-Shirt, was auch Typical Me ist. Das ist dieses hier, das finde ich so süß. Habe ich mir für 6,99 Euro in XL mitgenommen. Das ist einfach nur so ein Schlafshirt. Oder vielleicht auch für einen Arbeitstag. Kann man mit dem Blazer anziehen, sieht es auch wieder stylisch aus. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag solche Printed Shirts, die so richtig süß sind, mag ich total gern. Kann ich einfach nicht dran vorbeilaufen. Gab es auch noch in Türkis. Hätte ich beinahe auch noch mitgenommen, aber ich dachte mir so, komm, schwarz geht eigentlich immer. Auch in XL, damit es halt nicht so figurbetont ist und dann kann man das auch locker auf der Arbeit anziehen. Das könnte man theoretisch im Sommer auch ein bisschen selbst schneiden, indem man sich hier sozusagen die Arme wegschneidet. Dann hat man so ein richtig cooles Tanktop. Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich glaube, wenn die noch da sind nächstes Mal, wenn ich da hingehe, werde ich mir nochmal eins holen und dann schneide ich mir da so ein richtig cooles Tanktop raus. Mit einer kurzen Jeanshose sieht das mega aus. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann machen wir weiter mit einem Kleid, was ich mir für die Arbeit gekauft habe, damit es auch auf der Arbeit ein bisschen schöner aussieht, habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal so ein Kleidchen mit. Ein ganz normales Kleidchen mit weißen Punkten. Kann ich mir sehr, sehr, sehr schön auf der Arbeit vorstellen. Da kann man auch reinsteigen, ne? Also davon habe ich auch mal ein blaues. Ich glaube, das ist tatsächlich das gleiche. Ich weiß nicht, was darauf sind, ob das Punkte sind. Aber ich meine, das sind Blümchen. Weiße Blümchen. Das hatte ich auf jeden Fall schon mal hier auf YouTube getragen. Und zwar, glaube ich, in dem Laservideo. Das verlinke ich euch hier mal. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schön und war super bequem. Da konnte man halt unten ein bisschen reinsteigen. Und man sieht es halt nicht, von außen zumindest, dass das so zum Einsteigen ist. Aber es ist halt zwischen der Beine so vernäht, dass man da ja das Gefühl hat, dass man noch eine Hose darunter anhat. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Das, was ich nicht so gut finde, ist, dass hier so ein kleines Löchelchen ist. Also wenn man da meinen Bauch sehen würde, fände ich das nicht so nice. Deswegen glaube ich, werde ich da drunter einen Top anziehen. Problem gelöst. Habe ich in der Größe XL genommen und das Ganze hat 19,99 Euro gekostet. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie das ankommt. Ich finde das jetzt schon von der Optik her, passt das super zu mir und meinen Haaren. Wenn man das jetzt mal so hinlegt, finde ich das wirklich sehr, sehr nice. Dann machen wir weiter mit einem weiteren Basic-Shirt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe noch kein einziges graues T-Shirt zu Hause. Passend zu meiner Haarfarbe finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr wenig Grau zu Hause. Eigentlich fast gar nichts. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so ein ganz normales, wirklich oversize graues T-Shirt geholt. Das könnte man auch als T-Shirt-Dress tragen. Habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht so gedacht. Ich wollte das eigentlich mit so einer Fahrradhose anziehen. Mit so einer schwarzen, kurzen Fahrradhose, die ich mir letztes Jahr aus dem H&M gekauft habe und dann einfach so tragen. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nice. Habe ich mir für die Arbeit gekauft. Ich hoffe, dass das, ja, dass man da nicht so direkt Schweißflecken sieht, weil ich ja leider Gottes sehr, sehr, sehr stark schwitze. Das habe ich mir in M geholt und hat 6,99 Euro gekostet, ist aber trotzdem im Oversize-Schnitt. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Dann kommen wir mal zu einem sexy Oberteil, also so wie ich finde. Das kann ich mir sehr gut auf einen schwarzen Rock vorstellen. Für 6,99 Euro in der Größe L habe ich mir dieses Oberteil hier geholt. Das kann ich mir mit einem schwarzen Lederrock sehr schön vorstellen. So ein bisschen Puma, so ein bisschen sexy. Aber das ist nichtsdestotrotz etwas weiter geschnitten. Also dass das so nicht so ganz so figuraufliegend ist, sondern wirklich eher locker sitzt. Könnte man auch mit einer Jeanshose tragen, finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber was ich ehrlich gesagt nicht so nice fand, ist das Material. Ich glaube, da kriege ich auch extrem eine gezogen. Ich hasse das ja. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt auf der Arbeit anziehe. Aber mit so einer Lederleggings oder kurzen Lederhose oder sowas, glaube ich, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich stehe eigentlich immer so darauf, dass es irgendwie so ein Ding zwischen gebräuchlich und sexy aussieht. Also, dass man sich darin noch bewegen kann. Also, ich glaube, ich würde niemals auf der Arbeit mit einem kurzen Rock erscheinen. Ich glaube, das ging einfach nicht. Dementsprechend muss ich mir immer so
im New Yorker sagen, was kann ich für die Arbeit anziehen und was kann ich privat anziehen. Weil privat ziehe ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr bunt an und gerne auch ein bisschen freizügiger, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe da überhaupt keine Scheue gegen. Im Sommer muss man einfach ein bisschen freizügiger sein. Und das kaufe ich mir auch beim New Yorker ein. Und immer colorful oder Glitzer. Aber das kannst du natürlich nicht auf der Arbeit anziehen. Und dementsprechend gucke ich halt immer schon, dass ich auch die Hälfte für privat und die Hälfte so für Arbeit so ein bisschen einkaufe. Das ist so immer das, was ich mir so vorstelle, wenn ich shoppen bin. Dann machen wir weiter wieder mit einem Oberteil, was ich eher zu Hause anziehen würde. Oder für meine Termine. Und zwar ist das so ein roter Body. Ich persönlich liebe Rot. Ich finde, Rot ist eine total powerful, tolle Farbe. Und mit meinen Haaren passt das eigentlich jetzt auch richtig gut. Tatsächlich habe ich auch vor, mir meine Haare noch wirklich rot zu färben. Das Ganze schiebe ich aber auf den Herbst. Also Herbst 2023 oder sogar Winter 2023. Weil ich finde diese Haarfarbe eigentlich mittlerweile ganz cool. Und ich denke, für den Sommer ist das ansprechender. Das ist auf jeden Fall ein roter Body mit Ärmeln. Ich habe mir schon einen Body letztes Jahr gekauft oder vorletztes Jahr, der halt ärmellos war in so einem Top-Stil. Habe ich gefeiert, hätte ich wieder gekauft. Das Einzige, was ich nicht davon mag, ist halt diese weiße Kollektion, weil da sieht man einfach alles drunter. Und dementsprechend mag ich es echt gerne mit so Farben. Ich habe dieses Oberteil, also beziehungsweise diesen Body auch auf TikTok gesehen und ich finde, dass der hier so einen richtig schönen V-Schnitt hat. Da ist auf jeden Fall so ein Dübel drin oder sowas. Auf jeden Fall sorgt das für einen schönen Ausschnitt. Und das finde ich immer besonders schön, wenn man hier so mein ganzes Tattoo sieht. Ja, ihr kennt ja hier dieses. Finde ich immer mega nice. Und dementsprechend habe ich mir das gekauft. Das gibt es, glaube ich, auch in Weiß und in Schwarz. Habe ich leider nicht mehr in Schwarz bekommen, aber Rot ist auch immer nice. Dann habe ich noch einen dunklen Kunstlederrock in Braun zum Zeigen. Der hat auch auf jeden Fall so eine hohe High-Waist-Funktion, finde ich auch mega schön. Stinkt auch überhaupt nicht, weil meistens stinkt sowas auch immer so ein bisschen nach Fisch und so einen ganzen Kram. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, PU ist das. Hat auf jeden Fall hier so einen Reißverschluss. Ne, kann man hinten oder auch an der Seite zumachen. Ich habe ja leider nicht die beste Figur und dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass ich überhaupt einen in meiner Größe erwischt habe. Ich glaube, das habe ich auch in L genommen. Ja, ich habe es schon abgeschnitten, ja, weil es wahrscheinlich zu peinlich war. Aber ich finde es ja nach wie vor sehr, sehr, sehr traurig, was man da heute so in einem Laden sieht. Dass man teilweise nur so dünn sein muss, um Klamotten zu bekommen, ist schon meistens wirklich sehr, sehr, sehr erdrückend und auch fresh. Ja, auf jeden Fall habe ich hier diesen schönen Rock. Der fällt auch richtig schön. Und ist auch dementsprechend leicht zu tragen. Kann ich mir sehr gut mit einer schwarzen Bluse oder tatsächlich auch schon wieder Richtung Herbst mit einem weißen Rollkragen vorstellen. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön und freue ich mich auch. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Oberteil und das habe ich halt schon öfter mal auf der Arbeit getragen. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses typische Louis Vuitton. Finde ich immer sehr, sehr, sehr schön, wenn ich sowas finde. Das ist eine Bluse mit so schwarzen Ornamenten oder wie man das auch nennt, auf jeden Fall mit so einer schwarzen Struktur. Die finde ich sehr, sehr, sehr angenehm, ist aber leider ein bisschen kurz. Also geht gerade mal so über die Hüfte und verdeckt nicht so den Popo, was ich eigentlich immer auf der Arbeit gern habe. Aber das Oberteil ist auf jeden Fall empfehlenswert. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Habe ich auch in Schwarz-Weiß bei mir zu Hause und habe ich mir auf jeden Fall schon gegönnt. Also das habe ich schon getragen und kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich es liebe. Habe auch schon ein paar Komplimente von meinen Kolleginnen bekommen, dass sie das auch auf jeden Fall schön finden, dieses Oberteil. Und das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Dann kommen wir jetzt auch schon zu dem letzten Teil. Und zwar ist das dieser schöne kurze Rock. Der ist in so einem Zebra-Muster. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ist so ein kurzer Rock. Und kann ich mir sehr gut auf einem schwarzen Rollkragen vorstellen. Oder auf das erste Oberteil so ein bisschen rein gesteckt, kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Finde ich sehr, sehr, sehr nice. Kann ich mir sehr gut auch mit einer durchsichtigen Strumpfhose, also diese typischen schwarzen durchsichtigen Strumpfhosen vorstellen. Liebe ich. Liebe ich. Also ich liebe Röcke und ich bin eigentlich auch Team Röcke und Kleider. Ich mag gar nicht Jeanshosen, kann ich überhaupt nicht vertragen und ich mag auch grundsätzlich nicht diese Hosen zu tragen, weil ich habe halt Endometriose und habe eigentlich immer einen aufgeblähten Magen und dementsprechend bin ich nicht Team Jeans und auch nicht Team Hose. Wenn ich eine Hose trage, dann ist es meistens eine Hose, die halt high-waisted getragen werden kann und auch leichter und lockiger fällt. Das ist für mich ganz, 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 ganz schlimm, wenn ich eine Hose anhaben muss, die den Bauch so richtig presst. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich immer so Kleider und Röcke finden kann, die ich dann auch privat tragen kann.
So, meine Lieben, das war's dann jetzt mit meinem New Yorker Haul. Ich hoffe, das ein oder andere Teil ist für euch dabei. Also wenn das Video online ist, ist wahrscheinlich kein Sale mehr. Es tut mir dann wirklich leid, wenn ihr da jetzt keinen Sale mehr bekommen könnt und genießen könnt. Aber das Ganze war auch ein bisschen reduziert. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass du in dieses Video reingeklickt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zeig es mir gerne mit eurem Däumchen nach oben. Wenn du noch kein Abonnent unseres Kanals bist, dann tu das doch gerne. Kostenlos, freue ich mich wirklich sehr, wenn du uns abonnierst und ein Teil von uns wirst. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Mua. Ciao!